Ja, einen schönen guten Tag. Schauen wir uns in diesem Video an, wie Sie von dem Xporter exportierte Kontaktdaten in Outlook importieren können. Hier am Beispiel vom Outlook in der Version 2007. In der neueren Version sind die Funktionalitäten an einer anderen Stelle, aber grundsätzlich funktioniert es in genau der gleichen Art und Weise. Sie können bei dem Xporter in den Einstellungen festlegen, ob diese Datei, holen gerade mal die Einstellung hier rüber, für Outlook zusätzlich erstellt wird. Die Standard-CSV-Datei, die der Xporter für andere CRM-Systeme erstellt, ist bei den meisten Outlook-Versionen nicht kompatibel und kann nicht importiert werden. Daher haben Sie hier die Möglichkeit, in den Einstellungen ganz unten links die Option Export für Outlook zu markieren. Wenn dieses Häkchen hier drin ist, dann bekommen Sie zusätzlich direkt im Verzeichnis vom Xporter, also in dem Verzeichnis, wo der Porter installiert ist, eine zusätzliche Datei für den Import in Outlook. Schließen wir kurz die Einstellungen über Speichern und zurück und auch den Xporter. Hier habe ich schon einmal das Verzeichnis aufgemacht. Bei mir ist der Xporter installiert auf dem Laufwerk C in Xing Tools und Xporter-GV. Ansonsten bei der Installation ist er sonst standardmäßig direkt auf dem Laufwerk C oder auf C Programme und dann Xporter. Und hier finden wir genau diese Datei, exportoutlook.csv. Und diese Datei ist genauso formatiert, dass sie dann auch in Outlook eingelesen werden kann. Schließen wir auch das Fenstergrad und gehen jetzt in das Outlook unter Datei und importieren, exportieren. Kommen wir zu dem Importassistenten. Wir wollen aus anderen Programmen oder Dateien importieren. Das heißt, die obere Zeile ist schon korrekt markiert. Klicke auf Weiter, wähle dann die dritte Option. Komma getrennte Werte, Windows aus. Noch einmal auf Weiter. Dann fragt Outlook, wo ist die Datei, die importiert werden soll. Ich gehe jetzt hier auf Durchsuchen. Da ich schon einmal importiert habe, ist das Verzeichnis im Outlook im Grunde sich gemerkt worden, sodass ich hier noch einmal nur die Datei Export Outlook CSV anzuwählen brauche und einmal auf OK klicke. Ja, im folgenden Fenster habe ich jetzt noch die Möglichkeit festzulegen, wie mit Duplikaten umgegangen werden soll, ob diese einfach erstellt werden, ob die Duplikate im Grunde die neue Version aus der Datei die alte ersetzt oder ob Duplikate gar nicht importiert werden sollen. Hier wähle ich mal die unterste Option aus, gehe noch einmal auf Weiter, dann fragt mich Outlook, wohin sollen die importiert werden. Ich habe jetzt hier direkt einen Unterordner gemacht, Kontakte Test Porter, gehe hier noch einmal auf Weiter und dann zeigt mir Outlook noch einmal an, dass es diese Datei importieren will und in welchen Ordner. Und hier wäre es wichtig, dass Sie wenigstens beim ersten Mal die Felder zuordnen. Das ist hier ganz rechts oben der Button. Und hier haben Sie die Möglichkeit, einmal zeigt Ihnen Outlook an, welche Daten stecken in Ihrer Datei. Das sind hier die Überschriften der Spalten. Und dann haben Sie die Möglichkeit, jetzt hier den Namen bei Name zuzuordnen. Und wenn wir mal weiter runterblättern, ich habe die Adresse geschäftlich, zum Beispiel die Straße und den Ort noch zugeordnet und verschiedene andere Daten, die Faxnummer, die Telefonnummer, geschäftlich eben hier mit eingefügt. Dann gibt es noch einmal Mobiltelefon oder Autotelefon, wo Sie die Handynummer eingeben können. Ich ändere das jetzt einfach mal kurz. Hier drüben haben wir das Handy. Sie markieren einfach diesen Eintrag links und halten die Maus mit der linken Taste fest. Ziehen den Eintrag einfach hier rüber auf Autotelefon, lassen die linke Maustaste los und schon steht das Handy hinter Autotelefon und nicht mehr hinter Mobiltelefon. Wenn ich es nochmal verändern möchte, wenn ich es irgendwo auch mal falsch hingezogen habe, dann markiere ich es wieder hier drüben, halte die linke Maustaste darauf fest, ziehe es hier rüber und sage auf Mobiltelefon und schon steht es wieder auf Mobiltelefon und nicht mehr bei Autotelefon. Ja, wenn ich die Zuordnung fertig habe, dann sage ich hier OK und im Grunde nur noch ganz einfach fertigstellen. Dann wird diese Datei vom Outlook importiert und schon sind dementsprechend die Daten hier vollständig vorhanden. Ja, so schnell haben Sie jetzt im Grunde die Xing-Kontakte zu Outlook überführt und können dementsprechend die Kontakte hier im Outlook verwalten und verwenden. Dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg mit dem Xporter. Alles Gute von Gerald Fockenberg.